So Leute, herzlich willkommen zu einer absoluten Weltpremiere und zu einem Video, das mir unheimlich viel bedeutet. Denn wie ihr sehr gut wisst wahrscheinlich, haben wir ja über die Jahre jetzt viele, viele tolle Modelle gebaut. Und unser letztes Highlight war der RS6R. 125 Stück wurden gebaut zu unserem 125-jährigen Jubiläum. Alle ausverkauft. Ganz, ganz tolles Feedback, ganz viel Liebe von den Fans da draußen. Und somit haben wir uns natürlich schon überlegt, was kommt als nächstes? Was können wir denn noch machen? Und was ihr hier hinter mir seht, ist ein absoluter Traum von Auto. Eine Hommage an die Historie auch, denn es ist ein RS6, der den Namen Johann Abt Signature Edition trägt. Also eine Hommage an meinen Urgroßvater, der das Ganze gestartet hat und ins Rollen gebracht hat und der den Grundstein für die Firma Abt gelegt hat. Und bevor ich euch jetzt gleich zeige, was da alles passiert, ich glaube, wir verlieren keine Zeit. Ich lasse die Haube runter, wir hauen euch Bilder rein, Leute. Das ist unser neuestes Fahrzeug, der RS6 Johann Abt Signature Edition, limitiert auf 64 Stück. Viel Spaß. Seit 1896 bringen wir bei Abt Pferdestärken auf die Straße. Damals in der Pferdeschmiede, heute in der Fahrzeugveredelung. Ja, Freunde, ich hoffe, was ihr gesehen habt, gefällt euch. Das ist unser neuestes Modell. Es ist eine Weiterentwicklung des RS6R. Es gibt ein paar Parallelen, aber es sind doch viele neue Sachen und es wurde enorm viel Aufwand betrieben, um dieses Auto zu bauen. Wir waren im Windkanal, wir waren auf dem Prüfstand natürlich, wir waren auf einer Teststrecke, wir haben Top-Speed-Runs gefahren, wir haben wirklich uns so viel Mühe gegeben, damit dieses Auto perfekt wird und ich glaube, das ist bis hierhin auf jeden Fall gelungen. Man muss dazu sagen, die Edition wird so sein, dass alle Autos schwarz sind, also alle kommen so wie dieses Auto, schwarze Grundfarbe und rotes Carbon. Diese Kombo macht den RS6 Johann Abt Edition aus und ja, wir können einfach mal ein bisschen drüber sprechen, was wir alles gemacht haben, Leute, denn es gibt ein paar Änderungen, na, ihr werdet es sehen, es gibt ein paar Elemente, zum Beispiel hier der Grillaufsatz, den kennen wir vom RS6R, aber wir haben die Front schon wirklich grundlegend neu designt. Das ist eine neue Frontlippe, na, also man sieht es vor allem natürlich hier an der Verankerung, die ist im Vergleich zum RS6R anders. Es gibt auch keine RS6R-Logos, sondern eben diese Unterschrift und das ist die Originalunterschrift von meinem Urgroßvater, die dort jetzt quasi sich im Auto immer wieder findet. Der markanteste Unterschied, glaube ich, den sehen wir direkt hier an der Front, denn wir haben einen sehr großen Lufteinlass und wir haben auch keine Blades hier seitlich, sondern hier unten jetzt ein größeres Sideblade. Der Grund dafür ist, dass wir natürlich auch an der Motorleistung nochmal was machen wollten. Wir sind motortechnisch jetzt bei 800 PS gelandet. 980 Newtonmeter ist Angabe. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich war mit auf dem Prüfstand. Ich war auch in Papenburg auf der Teststrecke und habe die Werte gesehen. Das war schon deutlich über den 1000. Da sind die immer ein bisschen fast schon konservativ bei uns in der Angabe. Aber sag ich mal, so hat man auf jeden Fall konstant oder über einen längeren Bereich eben dieses Drehmoment und nicht nur einen Peak in der Angabe. Und verändert wurde am Motor Turbolader, ein großer Ladeluftkühler, der eben auch
jetzt nochmal mehr Ansaugung bekommt, beziehungsweise nochmal mehr Kühlung bekommt durch diese große Öffnung an der Front, sodass der Motor eben auch konstanter diese Leistung abrufen kann, nicht zu warm wird. Auch Ölkühlung, wir haben zusätzlichen Ölkühler mit eingebaut, dass man einfach die ganze Betriebstemperatur des Motors besser unter Kontrolle hält und einfach auch über längere Zeit diese Leistung abrufen kann und Spaß hat mit dem Auto. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ihr werdet es auch nochmal natürlich im Detail im Fahren sehen. Ich war in Papenburg, wir sind einen Top-Speed-Run gefahren, also in einem 8-Kilometer-Oval. Das zeigen wir euch in absehbarer Zeit auf jeden Fall noch. Aber sprechen jetzt erstmal noch über die optischen Highlights. Und dann kommen wir zu einer Sache, Leute, die mich komplett, also fast schon mit am meisten flasht an diesem Auto. Das ist die Felge. Das ist eine komplett spezielle Schmiedefelge, 4 Kilogramm leichter als Serienfelge, Pro-Felge, wohlgesagt, mit einem unfassbar markanten, konkaven Design, mit vielen, vielen geilen kleinen Details. Na, man sieht es hier, so kleine Waben, die eingemustert sind. Und was dazu kommt und was echt ein Traum ist, ihr kennt es vielleicht vom Rolls-Royce, ne? Das Ablogo hier, das bleibt immer waagerecht. Das wird sich nicht mitdrehen mit dem Auto, sondern es bleibt immer leserlich. Das ist sowas von cool. Auch hier Johann Abt Signature Edition mit eingebrandet. Also ich finde die Felge genial. Kotflügeleinsätze, die sind gleich analog zum RS6R. Spiegelkappen haben wir noch. Und wie gesagt, eben alles in Rotcarbon. Zwei Sideblades haben wir natürlich bei diesem Auto auch. Und dann können wir eigentlich schon ans Heck gehen, wo wir einen etwas modifizierten Heckflügel finden im Vergleich zum RS6R. Wir haben nochmal eine Kante mehr. Das Ganze bewirkt auch etwas. Dieses Auto generiert 150 Kilogramm mehr Abtrieb zur Serie auf der Hinterachse, sorgt für sehr gutes Handling, nimmt natürlich minimal Topspeed weg, aber wir haben ja auch die Leistung dafür. Also ich sage eins, wir sind schnell gefahren, sehr, sehr schnell damit. Das war auf jeden Fall echt cool zu sehen, diesen ganzen Prozess, diese ganze Entwicklung, wirklich zu schauen, funktioniert alles. Auch die Felge, ne, von der Luftströmung zu sehen, ist die gut. Die ist sehr, sehr gut auch für die Bremsenkühlung durch die Art, wie sie geschwungen ist. Also es macht einfach alles Sinn. Dann haben wir am Heck die Carbon-Querstrebe. Auch die kennen wir vom RS6R. Und dann kommen wir schon zum Diffusor. Der ist ebenfalls modifiziert. Ihr seht es, er hat eine zusätzliche Strebe hier mit drin. Also eine zusätzliche Diffusorfunktion. So eine Art kleiner Doppeldiffusor. Auch das macht Sinn. Abgasanlage ist die gleiche wie beim RS6R, Vierrohr-Abgasanlage, so wie wir das immer haben, 102 mm Endrohre. Jetzt ist dieses Auto von außen definitiv ein Statement und ihr wisst es, wir haben enorm hohe Qualitätsansprüche. Wir wollen, dass alles zugelassen ist und es ist auch alles zugelassen, aber wir haben uns bei dem Auto auch mal noch an der Stelle ausgetobt, nämlich dem Interieur. Ne? Also von außen glaube ich, dieses Auto stellt sehr viel dar, aber auch von innen ist zum RS6R nochmal eine Stufe draufgesetzt worden. Ich hole mal schon den Schlüssel. Das fängt an mit einer Außenbeleuchtung. Ihr seht es, hier am Boden ist das Abt-Logo. Wenn das Fahrzeug steht, sprich wenn man die Tür zumacht oder es aufsperrt oder zusperrt, dann ist diese Außenbeleuchtung. Die ändert sich aber, sobald ich die Tür aufmache, dann habe ich hier Johann Abt Signature Edition since 1896, unser Gründungsjahr. Hier auf dem Boden, das gleiche sehe ich auch an der Einstiegsleiste. Wir fangen mal mit der Tür an, Leute. Auch hier haben wir das Rotcarbon von außen, das einfach wirklich eine ganz, ganz edle, spezielle Musterung hat, mit aufgegriffen. Ne? Die Türleiste hier ist aus Vollcarbon. Es ist auch hier ein verändertes Muster. Also das ist nicht Serie, das ist ein komplett spezielles Wabenmuster, wie man es aus dem Sitz kennt. Ist hier eingestickt mit hier so einem ganz edlen Badge, Signature Edition, wo man einfach diese Wertigkeit nochmal spürt. Ne? Das sind einfach so kleine Details, auch im Einstieg. Hier uns kommt Alcantara entgegen. Wir sehen das Rotcarbon hier einmal am seitlichen Armaturenbrett. Wir sehen es einmal hier am Sitz, in der Verkleidung. Also das sind alles Sachen, die einem entgegenkommen. Die Fußmatten haben ebenfalls dieses neue Muster, ebenfalls auch mit dem Badge mit drin. Also es ist halt ein einheitlich stimmiges Design, das einem da entgegenkommt. Und das, ja, zumindest bei mir auf jeden Fall das Herz aufgehen lässt und ich bin mir ziemlich sicher, bei euch auch. So, wir steigen mal ein, es sind noch ein paar kleine, coole Details versteckt. Hier drin ist für mich auch eins der absoluten Highlights, Leute. Hier in der Mittelkonsole ist nämlich ein Stück eines Amboss eingelassen, der meinem Ur-Urgroßvater gehört hat. Den hat man tatsächlich gefunden und hat dann ein Stück abgeschnitten sozusagen und 64
unterschiedliche, also sie sind alle unterschiedliche kleine Teile gemacht, die jetzt quasi in diesen Autos weiterleben als Erinnerung. Ich finde das sowas Tolles und sowas Wertvolles irgendwie und auch was Einzigartiges. Also jedes Auto besitzt ein unterschiedliches Stück. Ne? Es sind 64 Stück, das habe ich schon gesagt. Das liegt daran, dass mein Ururgroßvater 64 Jahre alt geworden ist und 64 Jahre quasi dafür geschafft und gearbeitet hat, um das hier mit aufzubauen. Und das ist schon... Ja, das ist schon etwas sehr Besonderes auf jeden Fall. Dann haben wir weiterhin hier sehr viel von dem Rotcarbon, Leute. Wir haben Schaltpedals. Wir haben das Armaturenbrett hier im oberen Teil. Wir haben die Sitze ebenfalls mit Johann Abt Logo bestickt, das ich im Übrigen super geil finde. Ne? Also man denkt, dass es eine Unterschrift von damals war. Ich finde es mega stylisch. Es schaut so gut aus. Das Gleiche ist auch noch auf der Rücksitzbank zu finden. Sowohl die Sitze als auch die Türverkleidung. Alles ist gemacht. Ne? Zu guter Letzt auch noch hier eingeprägt das Gesamtlogo in der Armlehne. Also es ist einfach, wo du hinschaust, du merkst, es wurde Hand angelegt, es wurden auf die kleinsten Details geachtet und es würde ein Traum von Auto erschaffen. Also Leute, ihr merkt schon, ich bin sehr stolz heute und ich glaube, das kann man auch sein, das ist verständlich. Ich finde es sowas Tolles, sowas Bedeutsames irgendwie halt auch, weil es so viel Geschichte in sich trägt und ich finde es ein Mega-Auto. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst gerne euer Feedback da und vor allem seid gespannt auf das, was noch kommt. Der Top-Speed-Run in Papenburg. Natürlich werden wir auch noch ein Drag-Race mit dem Auto machen. Ich glaube, da gibt es noch einiges, was es hier auf dem Channel Schönes gibt. Das für heute soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und für euren Support. Es ist wirklich bedeutsam, auch dass ihr uns immer so im Netz unterstützt, dass ihr die Marke teilt und lebt. Das ist wichtig für uns. Ihr helft uns damit sehr und wir wissen es enorm zu schätzen und sind sehr stolz auf unsere Community. Leute, vielen Dank für alles. Haut rein. Ciao.